Lebe geht weiter. Das ist für mich Ostern. Gebe ich mal ganz simpel Beispiel. Also ich glaube, also das ist der größte kirchliche Feiertag und man freut sich auch, also dass man also feiern darf, dass man feiern kann. Und ich feiere zweimal. Einmal hier in Frankfurt feiere ich also den Ostern, so wie man hier in Deutschland feiert. Und dann also in 4 Wochen feiere ich ja die Serbische. Die Kinder freuen sich immer wieder, zweimal Geschenke zu bekommen. Schönes Wetter, glaube ich, kriegen wir schon. Und dass man also schöne Feier macht nach dieser, ich hoffe, dass das erlaubt wird, dass die zwei Familien Ostern feiern dürfen. Ich bin orthodox, also griechische orthodox, und damals, ich habe meine Frau gefragt, ach, das ist ja so ähnlich wie die evangelische, und deshalb also, glaube ich, die zwei gehen irgendwo zusammen, und deshalb also, bin ich auch hier. Wenn was ist, melden Sie sich, Sie haben meine Nummer. Wenn was ist, Leben geht weiter. Ja. Dankeschön. Genau. Tschüss.